Langer Ball nach vorne, der wird von Everton natürlich dankbar angenommen. Pickford schlägt den Postwend zurück, aber auch hier ein bisschen ungenau. Aber Everton macht das auch gut. Pressen dann teilweise extrem früh drauf, jetzt hier in der Person von Sigurdsson. Und das zwingt dann West Ham zu Fehlern im Spielaufbau, wie auch jetzt. Der Ball von Fabianski landet direkt bei Richarlison. 30 Meter zum Kasten, halbrechte Position. Aber jetzt macht es Everton mal ein bisschen langsamer. West Ham ist auch formiert, die Kette steht da hinten, die Viererkette. Aber jetzt trotzdem in den Strafraum durch. Und jetzt ist die Riesenchance und da ist das 2:0 für den FC Everton. Durch Bernard aus kürzester Distanz. Da habe ich gerade gesagt, die Kette ist formiert. Aber was ist da los auf der rechten Seite? Da ist West Ham komplett offen rechts. Und dann kommt der Ball in die Mitte und Bernard muss wirklich aus, vielleicht waren es 5, 6 Meter, einfach nur ins leere Tor einschieben. Fabianski natürlich komplett ohne Chance. Und da trifft der Brasilianer, der jetzt noch gebetstechnisch die Hände hebt und sagt Danke, geht jetzt sogar noch auf die Knie. Sehr, sehr gläubiger Mensch, der Bernard. Also das war wirklich dilettantisch verteidigt. Da reicht ein Pass von Coleman rechts auf Richarlison. Doppelpass dann mit dem Brasilianer. Coleman überläuft zwei von West Ham. Allen voran Declan Rice. Und dann legt er den Ball in die Mitte. Und da muss Bernard einfach nur noch aus kürzester Distanz einschieben. Auch Cresswell kommt da zu spät und Zabaleta zu weit weg vom Brasilianer. Und das ist wirklich hochverdient, dieses 2:0. Everton spielt hier, Everton spielt nach vorne, Everton riskiert was, spielt die gefährlichen Pässe in die Schnittstellen, überläuft die Abwehr, kombiniert schnell und das ist viel zu viel am heutigen Abend für West Ham United, die jetzt hier schon 2:0 hinten liegen vor heimischer Kulisse durch Tore von Kurt Zuma und Bernard, auch zwei, die man nicht so immer auf der Torschützenliste hat beim FC Everton. Also sehr, sehr merkwürdiges Spiel bisher, wenn man vorher gesagt hat, okay, West Ham, die haben jetzt hier breite Brust, 6-mal nicht verloren zu Hause, 3-mal in Folge gewonnen zu Hause. Auch noch zuletzt ein Spiel gedreht gegen Huddersfield. Die kommen hier doch mit einer Selbstsicherheit rein. Aber Everton überrollt sie hier komplett.